Liebe Leute, hier ist Nigo, Chef Sin Plata. Ich habe heute die Nachrichten geschaut und habe erschreckend gelesen. Immer mehr Menschen in der Schweiz haben kein Geld zum Essen. Da sehe ich ein, das ist ein ganz grosses Problem, besonders in der Schweiz, weil es reicht einfach nicht. Oder? Wenn du in der Schweiz Geld zum Essen brauchst, dann kommst du nie an. Ich kann das wirklich empfehlen, als Chef Sin Plata kommen nach Argentinien. Ihr wisst, zum Beispiel in der Schweiz haben wir ein Duskernötli. Das ist gerade mal 1 Gramm Zellulose. Wenn du Geld essen willst, das lohnt sich nicht. Wir haben zum Beispiel in Argentinien haben wir 10 Peso. Das sind, wie soll ich sagen, wenn du dein Duskernötli wechselst in Pesos Argentiner, dann kannst du 38'000 10-Peso-Schein dafür kriegen. Da haben wir jetzt gerade mal 38 Kilo Zellulose im Vergleich zu 1 Gramm Zellulose. Dass man in der Schweiz das Geld nie anlangt zum Essen, das ist mir ganz klar. Wegen dem, Chef Sin Plata, kommt auf Argentinien, wechselt euer Geld in Pesos Argentinos, dann habt ihr 38'000 Mal mehr zum Essen, wenn ihr hier kommt. So versteht jetzt, warum dass man im Schweizer Bankenplatz in Zürich find ich fast keine Geissen. Manchmal finde ich eine dumme Geisse hinter dem Tresen oder im Tremli. Manchmal finde ich einen Schafkopf, der es probiert. Aber eben, wie gesagt, nur dumme Geissen essen Geld in der Schweiz. Das lohnt sich einfach nicht. Wir haben in Argentinien unser grösstes Nötli ist 1000 Peso. Das ist gerade mal 2,50 Franken. Ja, und das kleinste Nötli, das sind 10 Pesos. Da kannst du also, mit einer 10er Note kannst du also wirklich 380 Gramm Zellulose essen. Und von dem her, falls euch das Geld nicht zum Essen reicht, kommt einfach auf Argentinien. Was man noch muss anfügen muss, ist, dass die meisten Menschen, die jetzt nicht gerade dumme Geister oder Schafkopf sind, die können gar keine Zellulose verdauen. So. Also ein anderer Trick ist, wenn du jetzt nicht auf Argentinien willst kommen, zum Geld essen und in der Schweiz willst bleiben, dann stellt eure Ernährung um. Braucht